Hi Freunde, hier ist der Frederik von Freehools World. Also, die Chancen, dass dieses Video mein Lieblingsvideo wird, gehen gerade wirklich gegen null. Ich habe jetzt schon, das ist jetzt der dritte Versuch, dieses Video irgendwie in den Kasten zu kriegen. Es ist echt manchmal so anstrengend. Ich bin hier am Labern, am Filmen, am Machen, am Tun, auf einmal knack, Akku leer. Das war das Erste, da war das Video gerade 3, 4 Minuten alt, habe ich gedacht, ja komm, egal, mach's neu. Ich fange an, zweiter Versuch, wieder am Labern, am Machen oder am Tun. Ich war fast fertig, zack, Speicherkarte voll. Also so ein Scheiß, ehrlich, manchmal soll es einfach nicht sein, aber ich hoffe, es geht jetzt alles gut. Also, ich bin mit dem Strom verbunden, die Speicherkarte ist frisch formatiert, es kann jetzt nichts mehr schiefgehen, Freunde. So, dann fangen wir jetzt nochmal an. Also, an der Farbe meines Oberteils könnt ihr vielleicht schon ein wenig erahnen, um was es jetzt in diesem Video gehen soll. Das ist ganz lustig. Ich war am Mittwoch und Donnerstag zufällig auf Dienstreise in Bonn. Und wenn ich schon mal auf Dienstreise in Bonn bin, dann nutze ich natürlich immer die Chance, und spring mal schnell, in Köln in dem Victorinox-Store vorbei, um einfach mal ein bisschen zu quatschen. Ich meine, die Verkäufer kennt man mittlerweile auch, zu gucken, ob es was Neues gibt. Und gerade wenn man nicht damit rechnet, dann gibt's was Neues. Und das möchte ich euch heute zeigen, Freunde. Es geht um ein Victorinox Ranger Grip 78. Red Black steht da drauf. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Auf jeden Fall merkt euch die Artikelnummer 09663. Dieses Messer. Ich muss noch ein bisschen weiter ausholen. Ich will die ganze Geschichte zum Messer erzählen. Nicht, dass ihr euch nachher wundert, wenn ihr es nirgendwo kaufen könnt. Also, ich habe keine hundertprozentige Antwort. Ich habe zwar eine Antwort bekommen auf meine Fragen. Wieso ist das da? Weshalb? Warum? Und überhaupt. Also, das Messer, was ich euch gleich zeige, soll auf 400 Stück limitiert sein. Es wurde für einen anderen Händler hergestellt, der das Messer dann aber doch nicht mehr abnehmen wollte, beziehungsweise es nicht abgenommen hat. Und so kam es, dass diese komplette Charge irgendwie auf die beiden Victorinox-Stores in Düsseldorf und Köln verteilt wurde. Und da kann man die jetzt kaufen. Das Messer hat keine offizielle Artikelnummer, keine eigene, deswegen hat man hier einfach die Verpackung auch von einem solch gewöhnlichen Ranger Grip geholt. Also das ist das Ranger Grip ganz normal, wie man es eben kennt. Ja, 111 mm Modell und das wäre also die rot-schwarze Ausführung. Aber in Köln und Düsseldorf gibt es diese geile Farbe hier. Und zwar ist das so ein bisschen, ich würde mal sagen, hell Neongrün oder Apfelgrün. Ja, also ich bin jetzt kein Farbenlehrer oder so. Es gibt bestimmt auch dafür noch den richtigen Namen. Ich weiß es aber nicht besser. Vielleicht noch so ein bisschen Limone, genau. Limone, Limette, weiß der Geier, ey. Guckt es euch einfach an. Also, es passt super gut zu meinem Oberteil. Das könnte hier quasi die richtige Farbe für den vierten Streifen sein. Also, immer wenn ich das Oberteil anhabe, ist das mein EDC, weil besser geht's ja gar nicht. Ja, das ist das Ranger Grip 78. Ich kenne natürlich diese Messer, also diese Ranger Grips. Aber was mich immer so ein bisschen abgeschreckt hat, eins zu kaufen, ist hier diese Klingenöffnung. Ich finde, das sieht doof aus.
Ich habe euch hier mal zum Vergleich den Trailmaster in Desert mitgebracht. 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 Egal. ja, ich habe euch hier mal zum Vergleich den Trailmaster Desert Camouflage in die Kamera gehalten, weil hier seht ihr diese runde Klingenöffnung. Die fand ich am Anfang wiederum hässlich. Finde ich aber mittlerweile ganz cool. Mittlerweile finde ich eben diese Klingenöffnung hässlich, weil irgendwie, ich weiß es nicht, sieht so ein bisschen hässlich aus. Ich zeige euch schnell die Funktionen. Nein, ich zeige euch noch gar keine Funktionen. Ich zeige euch erstmal einen Vergleich mit anderen Messern, damit ihr dieses Grüne ein bisschen besser einordnen könnt. Ich habe hier mein Compact EDC mit den, boah, wie hieß es noch? Da gab es dann noch so ein Tomatenmesser dazu. Wie hieß denn die Grütze? Color Twins, genau. Das ist das Grün der Color Twins Schalen. Ach du Scheiße. Das ist das Grün der Color Twins Schalen. Boah. Ich trinke mal einen Schluck Kaffee. Vielleicht wird das besser gleich. Alles gegeben. Also, das ist ein grünes Color Twin. Das ist ein apfelgrünes Ranger Crib 78. Vergleicht einfach mal die Farbe. Also, das Ranger Crib 78 ist noch sehr viel heller und knalliger als das grüne Color Twin. Dann habe ich hier noch zum Vergleich mitgebracht. Schon wieder mitgebracht. Dann habe ich hier noch zum Vergleich den Huntsman Camofun in Grün. Das kommt der Sache schon ein bisschen näher, aber immer noch nicht so ganz nah. Also, ich hoffe, ihr konntet euch ein Bild machen, Freunde. Jetzt gehen wir endlich auf die Funktionen ein. Wir haben hier ein 130 mm Modell. Also ist die Klinge wieder keine Klinge, sondern eher ein Schwert. Ist wirklich sehr, sehr bullig. Ich kann euch hier von einem 111er mal die Klinge daneben halten. Also da seht ihr schon einen deutlichen Unterschied. Wenn ihr es seht, seht ihr? Seht ihr. Ja, also ist wirklich ein absoluter Watz. Die Klinge ist natürlich wieder zu verriegeln bzw. zu entriegeln über dieses kleine Victorinox-Logo hier. Dann haben wir noch dabei eine Säge. Und das kann man gar nicht anders sagen. Es gibt nichts Geileres als ein 130 mm Vic in der Pfote zu haben, die Säge ausgeklappt zu haben und dann irgendwo am besten in eurem Garten, um Gottes Willen nicht einfach durch den Wald laufen jetzt und hier alle möglichen Äste absägen. Das gehört sich nicht, das macht man nicht. Aber es gibt nichts Geileres als die Säge wirklich zu benutzen. Das ist ein absoluter Knaller. Und ihr kriegt da richtig, richtig fette Äste mit durch. Und es macht der Säge Spaß. Also da verkantet nichts, da. Das geht da durch wie Butter. Und das ist so geil. Ja, also eigentlich wollte ich jetzt umschulen auf Förster, aber ich bin noch am Überlegen, vielleicht irgendwann. Und dann gibt es aber hier nur noch. Gibt's nur noch mit der Säge, ey. Ja, dann haben wir noch den Flaschenöffner und den Kabelabisolierer. Und wir haben noch den Dosenöffner. Wobei ich finde, dass der Dosenöffner für die Größe des Messers eigentlich viel zu klein ist. Muss mal gucken. Ach, hier habe ich ja gar keinen Dosenöffner dran. Ja. Dann gucke ich halt hier. Ach. Hier ist der doch größer, oder? Oder bin ich jetzt wieder doof? Ne, das sind genau dieselben. Na,
Okay, Versuch war es wert. Also, Dosenöffner haben wir auch dabei. Mann. Nicht, dass ich jetzt hier wieder in meiner Tölpelei irgendwas Wichtiges vergesse. Ich glaube nicht, das war's. Klinge, Säge, die beiden Öffner. Hier haben wir noch eine Pinzette dabei. Und wir haben einen Zahnstocher mit dabei. Auf der Rückseite haben wir hier noch einen Schraubenzieher, Philips, auch immer gerne genommen. Und dann gibt es noch eine Näh-, Stech- und Bohralle. Das waren alle Funktionen des Messers. Das schwarze Lanyard habe ich mir übrigens selber dran gemacht, also wundert euch nicht. Da ist es. Guckt es euch nochmal an. Wirklich hammergeil, das Ding. Farbe ist absolut einmalig. Und auch wenn das jetzt so ein bisschen so rüberkommt, also es hat nichts mit diesen Stay-Glow-Schalen zu tun. Ich meine, man könnte es fast denken. Also diese Schale hier leuchtet nicht im Dunkeln, die sieht einfach nur apfelgrün, schweinegeil aus. Ja, Freunde, das soll es gewesen sein von diesem Spontankauf. Ich freue mich wirklich sehr, das Ding zu haben. Ich finde es total geil. Jetzt kommt für mich das kleine Aber. Ich habe mir gesagt, ich sammle nur noch Messer mit offizieller Victorinox Artikelnummer. Ich will nicht, ich meine, es sieht total schön aus, aber das ist für mich echt ein riesen Wermutstropfen, so ein bisschen. Jetzt hat man da wieder so ein Ding, klar, es ist einmalig, 400 Stück limitiert, alles schön, alles gut. Aber eigentlich wollte ich so ein Messer nicht mehr sammeln. Ich werde mal schauen. Also wenn ihr das irgendwann bei eBay findet, dann konnte ich mich doch nicht dazu durchringen. Oh, dann konnte ich mich doch nicht dazu durchringen, es zu behalten. Wie gesagt, es ist nichts anderes als ein Werbemesser eigentlich. Steht zwar keine Werbung drauf, aber es ist privat von Händler angefertigt oder nicht privat. Natürlich schon offiziell von Händler angefertigt und das war's aber. Es hat keine eigene Artikelnummer, keine eigenen Namen. Ist irgendwie so ein Waisentaschenmesser oder so. Naja, gut. Schauen wir mal. In diesem Sinne, Freunde, als nächstes werde ich euch dann in Bälde das White Christmas 2016 präsentieren dürfen. Das ist ein Evolution S18 oder so, oder S16, ich weiß es gar nicht genau. Ich weiß, es kommt bald. Ja, lasst euch einfach überraschen. In diesem Sinne, Freunde, bleibt gesund, genießt den Tag in Berlin, regnet schön, soll den ganzen Samstag so weitergehen, scheißegal, macht das Beste draus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Freunde.